Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agina Trader. Referent heute Abend ist Carsten Berger. Freue ich mich sehr drauf und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFlat und CapTrader. Wir schauen uns einmal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist und bleibt sehr wichtig. Gut, dann offiziell nochmal guten Abend, Carsten. Danke dir, dass du heute mit uns das Webinar machst. Und ich bin sehr gespannt, welche Perle du heute mitgebracht hast. Schauen wir mal. Okay, schalte ich mal meinen Bildschirm frei. Eine Webseite ist zu sehen. Genau, jetzt muss ich mal schauen, welchen ich da jetzt brauche. Ich brauche den anderen. Nehmen wir den. So. Okay, dann auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zum Webinar. Heute mal, ich sag mal, wir haben, glaube ich, nur 2 Wochen sind verstrichen vom letzten Termin. Das ist kein Problem, glaube ich. Wir haben das einfach mal vorgezogen und bleiben sonst aber eigentlich so im 4-Wochen-Rhythmus. Und ja, ich heiße Carsten Berger. Ich bin 51 Jahre alt. Ich komme aus dem Raum Berlin, bin ursprünglich auch gebürtiger Berliner und wohne jetzt 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf, in einem kleinen Dörfchen und hoffe, die Internetqualität funktioniert hier hervorragend. Wir hatten in den letzten Tagen da ein bisschen Probleme und ich hoffe, es passiert jetzt nicht wieder. Zu dem Begriff Perlentauchen, wie kommt man da hin? Im Endeffekt ist es ein Top-Down-Ansatz, das heißt, man sucht ja im Endeffekt eigentlich die Aktien, die in einer möglichst schnellen Zeit möglichst viel Performance machen. Ja, das geht ja jedem so. Im Endeffekt. Und die Herangehensweise, die mich schon immer sehr interessiert hat, ist im Endeffekt die, dass ich anfange, mir den Markt anzuschauen, dann die einzelnen Indizes, die man jetzt hier auch sieht, und zwar den DAX, den Dow, S&P 500 und Nasdaq, weil das sind halt, sage ich mal, die Indizes, die am meisten die Welt bewegen, Amerika natürlich am meisten. Und von daher schaue ich mir mal die allgemeine Situation dort an, was dort passiert, wo wir uns da gerade befinden. Sind wir gerade relativ teuer oder sind wir gerade relativ billig? Und deshalb schauen wir uns heute die Indizes an und dann verliere ich einfach mal ein Wort dazu, was das Risiko anbelangt, logischerweise. Hat der Nelson ja auch schon gesagt. Das heißt, alles, was ich hier erzähle, soll nur Anregung für Sie sein. Das ist keine Kaufaufforderung oder eine Anlageberatung. Ja? Also im Endeffekt ist das mein eigener Handelsansatz, den ich verfolge. Und der sollte zu Anregungen dienen, Ideenentwicklung und reinen Schulungszwecken dienen. Ja? In einigen Werten, die ich hier erwähne, könnte ich auch selbst investiert sein. Das heißt, es besteht auch noch ein Interessenskonflikt. Deshalb immer darüber nachdenken, ob man diesen Wert dann unbedingt handeln sollte oder nicht. Ja. Das ist Ihre eigene Entscheidung. Immer wieder werde ich gefragt und die E-Mails kommen, ja, wie ist denn eigentlich der Grundaufbau? Deswegen mache ich das immer ganz kurz. Ich glaube, das ist hier relativ übersichtlich dargestellt. Das, was wir heute besprechen, ist quasi die erste Phase dieser Perlentaucherstrategie. Das ist immer die Analyse der Indizes, ne? Damit ich weiß, wo in den Märkten, was passiert. Ja, und aus diesen Indizes lese ich dann halt im Endeffekt ab, na, welchen Index bevorzuge ich jetzt und die entsprechenden Werte daraus. In welcher Phase befindet sich der Index? Das wäre dann das Timing, was wir hier haben. Und wie viel meines Depots möchte ich dann in dieser Phase riskieren? Bin ich denn da jetzt, wie gesagt, wieder relativ teuer im Markt oder bin ich relativ billig im Markt? Ja, das ist meine eigene individuelle Einschätzung. Aber so kann ich halt auch mein Depotrisiko steuern. Und ich kann steuern, ob ich dann eher long-gewichtet bin im Markt, also mehr Aktien habe, wo ich darauf wette, dass sie steigen. Ja, und vielleicht gar keine Short-Aktien, also dass die Aktien in dem Fall fallen habe.
sondern eventuell sogar eine ausgeglichene Strategie fahre, weil ich nicht weiß, wohin der Markt sich bewegt und die Phase vielleicht etwas riskanter ist. Ja, wissen tue ich das sowieso nie, wohin der Markt sich bewegt. Ich mache immer eine Risikoanalyse und eine Abwägung, wo der Markt hinlaufen könnte. Der oder diejenigen, die meinen Newsletter lesen, wissen ungefähr, dass ich da im Endeffekt von den Einschätzungen her, wo die hinlaufen, relativ gut liege. Und das muss es mir dann halt in der Konsequenz nachher erlauben zu sagen, ich gehe halt Aktienkäufe ein oder ich lasse es sein, weil mir die Wertigkeit und das Risiko zu gering sind. Das Risiko ist zu groß und die Wertigkeit zu gering. Und wenn ich das gemacht habe, diese Indexanalyse, dann ist die zweite, sag ich mal, wichtige Sache, dass man sich halt die Branchen anschaut. In den amerikanischen Bereichen nennt man das auch Sektoren. Und auch hier schaue ich mir halt die Branchen an, die halt besonders stark sind. Daraus treffe ich halt im Endeffekt die Auswahl und schaue auch bei den starken Branchen, wann ich dann halt vom Timing her dann dort hineingehe und mir dann den entsprechenden nächsten Schritt die Aktien aus dieser Branche anschaue. Und auch hier treffe ich natürlich wieder die gleiche Auswahl. Welche Aktien sind denn halt im Moment gerade gefragt? Werde ich auch jetzt zwei zeigen. Die meisten kennen das auch aus meinem Newsletter, welche Aktien da im Moment gespielt werden. Und welche ich dann in meine Watchlist lege. Das ist so der Ansatz. Die kleinen Elemente, die ich letztendlich verwende, das ist einmal der SMA 200, der einfache gleitende Durchschnitt. Dann das Bollinger Band in der Standardeinstellung 20.2, wo man sie eigentlich auch in jeder anderen Software bekommt, auch im Arena Trader natürlich. Das normale Volumen, also kein Volume Profile, sondern die normalen Bars, die man als Volumenbars unter dem Chart sieht. Und ich nutze die Form der Umkehrstäbe. Ja, das zeige ich hier in meiner eigenen, in meinem eigenen Handelsplatz. Benutze ich noch wesentlich mehr Dinge, aber diese Dinge sind halt, sage ich mal, die, mit denen jeder schon mal etwas anfangen kann, ja, um dann eine Strategie mit aufzubauen. Um das hier nicht völlig auszuweiten, beschränke ich mich auf diese vier Elemente, die wirklich einen zentralen Punkt einnehmen in der Analyse. Wer sich mehr über diese Punkte informieren möchte, der kann gerne auf meine Homepage gehen und der findet dann hier, ich blende das gleich mal ein, unter tradingstrategie.de findet er dann hier halt die Beschreibung der einzelnen Indikatoren, wie ich sie benutze und auch mit der entsprechenden Zeichnung. Ja, da muss ich hier nicht immer alles erklären. So, schieben wir das Ding wieder zurück. Okay, der nächste Punkt ist in meinem Newsletter. Es ist halt das Schöne, es kommt einmal am Wochenende. Und zwar entweder Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie ich Zeit finde, schreibe ich den halt, bekommt man halt die Infos auf alle Fälle schon mal früher, als sie bei Facebook oder bei Traders Yard oder halt auf meiner Homepage zu sehen sind. Es gibt spezielle Angebote für Abonnenten. Das heißt, wenn ich mein eigenes Add-on vielleicht rausbringe, gibt es halt Prozente oder fürs Coaching und so weiter. Dann in diesem Newsletter werden halt praktische Themen aus meinen Coachings besprochen. Und der ein oder andere kennt es vielleicht auch. Das ist Markus. Markus ist mein fiktiver Coachee oder Kunde, den ich halt betreue. Der Name ist frei erfunden. Ist aber in dem Fall so, dass diese Geschehnisse daraus, sage ich mal, dem realen Coaching entsprechen. Also man kann halt in einer ganz kurzen Geschichte halt da ein paar Sachen entnehmen, die halt, sage ich mal, auch für die Fortbildung eures Fortkommens beim Traden dienen. Neu ist zum Beispiel auch, dass wir jetzt da in diesem Newsletter eine Trade-Besprechung einbringen. Das heißt, da wird halt ein Trade, den halt Markus innerhalb der Perlentaucher-Strategie umgesetzt hat, erläutert, wie er den gefunden hat, also die Herleitung des Trades. Und im Nachgang natürlich auch die Trade-Verwaltung, wenn der Trade schon eine Weile gelaufen ist, wie er die Stops nachgezogen hat und so weiter. Und immer aus diesem Segment der Perlentaucher-Strategie werden dann halt Aktien besprochen. Und das alles ist kostenlos und findet man dann auf meiner Homepage unter Leistungen, wenn man das anklickt und unten ist Newsletter, da kann man sich nochmal durchlesen, was da drin steht und kann den abonnieren. Man wird da auch nicht mit Werbung überschüttet oder so, sondern es gibt halt nur einmal am Wochenende
einen dementsprechenden Newsletter. Okay. Dann habe ich noch einen kleinen Service. Derjenige, der noch kein Kunde von FX Flat ist oder von CapTrader, der kann durch mich letztendlich, wenn er sich für CapTrader entscheidet, das Konto dort eröffnet, den Agina Trader kauft, letztendlich die Installation meinerseits für den Anschluss an CapTrader oder an FX Flat oder beides bekommen. Das heißt, ein 1:1 Coaching ist damit bei. Eine Stunde fürs Coaching und die eine Stunde für den Anschluss und die Besprechung der entsprechenden Modalitäten. Ja, von daher glaube ich, ist es ein ganz gutes Angebot. Okay, dann blenden wir jetzt die entsprechende Handelsplattform ein. Die nennt sich Agina Trader. Und das ist ja das Add-on, was ich für CapTrader und FX Flat erstellt habe. Das ist der Handelsplatz, den könnt ihr auch kostenlos bekommen. Dann schicke ich euch die Add-on-Datei zu und die Beschreibung, wie ihr das installiert. Und dann habt ihr den gleichen Handelsplatz, den ihr jetzt hier bei mir auch seht. Warum habe ich den erstellt? Ganz einfach, weil viele mit dem Agina-Trader, den sie so ausgeliefert bekommen ab Werk, Andromeda-Version oder so, gar nicht so viel anfangen können, weil sie total überfordert sind mit den entsprechenden Einstellungen. Deswegen habe ich gesagt, okay, was brauchen die Leute? Und habe das im Endeffekt mal hier schon eingefügt und das auf einen Teil aus meiner Strategie letztendlich damit eingefügt. Ja. Und zwar kann man diesen Handelsplatz für alle beiden Sachen verwenden. Das heißt, wir können einmal sagen, okay, ich bin nur FX Flat Kunde. Dann geht man einfach auf Arbeitsplatz und schaltet um auf FX Flat. Oder man ist halt CapTrader Kunde, dann schaltet man um auf CapTrader FX Flat, CapTrader exklusiv und dann hat man dort halt speziell die Aktien. Ja, der Unterschied ist natürlich, dass FX Flat spezielle CFDs hat, ja, die halt in dem Arbeitsplatz bearbeitet werden und CapTrader letztendlich Aktien Schwerpunkt hat, natürlich auch CFDs hat, aber die letztendlich dort, sage ich mal, speziell abgebildet sind. Damit ist das alles in einem Handelsplatz vorhanden. Okay. Das, was auch wichtig ist, ist immer der Finanzkalender. Der ist hier oben links drin. Wir haben ja heute, das wisst ihr wahrscheinlich auch, natürlich wieder den Zinsentscheid der FED. Und heute waren auch noch mehrere Daten, die unheimlich spannend waren. Die leuchten dann hier alle rot auf und wir sehen, um 19 Uhr gibt es Zahlen. Da bin ich dann offline. Wenn der Zinsentscheid kommt und man erwartet, man dann sieht ja hier 0,25% Zinssenkung. Und dann wollen wir mal schauen, was passiert, was der Markt dann macht oder nicht. Also immer informieren, was da, sagen wir mal, letztendlich nachrichtentechnisch in der Welt gespielt wird, zeigt euch der China-Trader letztendlich auch hier an. Und dann sind wir schon in der ersten Phase dieser Sache, ist nämlich der Index, die Indexanalyse. Deswegen sind wir hier. Und ich habe mal noch wieder im Vorfeld, ein bisschen klauen Wetter runterziehen hier, den FDAX, also den DAX Future, aufgerufen und für euch mal die letzte Einschätzung. Es hat sich jetzt auch geändert. Im Newsletter waren es früher mal Pfeile. In der letzten Ausgabe benutze ich jetzt Quadrate, weil das immer den zeitlichen Raum andeutet. Es müssten jetzt ungefähr 5 Perioden sein. Das heißt, am Wochenende hier kam der Newsletter raus und bis jetzt ist das passiert. Und das, was ich jetzt hier als Quadrat einzeichne, sind die Erwartungen, die ich habe. Oder das, was passieren kann. Ja. Bedeutet für diesen FDAX war für mich die Erwartung, geht der Kurs in dieses grüne Quadrat hinein, das hat er hier gemacht, dann erwarte ich ein Potenzial bis dort maximal. Und wenn er unterhalb, also innerhalb dieses rote Quadrat eintritt, erwarte ich einen Rückgang bis zu dieser Linie. Ja. Wie kommen diese Quadrate zustande? Genau aus diesen Indikatoren, die ihr vorhin gesehen habt, die jetzt hier eine Rolle spielen. Bollinger Band, SMA 200 und das Volumen. Ja. Fangen wir mal mit dem einfachsten an, den gleitenden Durchschnitt. Machen wir hier die Zeichnung ein. Der ist ja hier unten.
Die rote Linie ist der gleitende Durchschnitt 200. Der spielt jetzt momentan nicht so eine Rolle, weil der Kurs ist ja ziemlich weit weg vom gleitenden Durchschnitt. Und deshalb ist ja für mich im Moment nur die Aussage entscheidend, dass der Kurs darüber ist und der gleitende Durchschnitt steigt. Ja, steht auch im Newsletter drin. Das ist positiv, ja, also eher für die Long-Richtung ausgerichtet. Damit ist der erste Punkt schon abgehakt. Der zweite Punkt, Bollinger Band. Ja, befindet sich der Kurs oberhalb des mittleren Durchschnitts? Das ist der 20er, also das mittlere Bollinger Band. Ja, ist drüber und der steigt, ist also auch positiv. Hat aber im Moment keine großen Auswirkungen, weil der Kurs ja auch relativ weit entfernt ist vom 20er. So, nächste Entscheidung ist dann halt, was machen die äußeren Bänder? Das hier oben und das hier unten. Die gehen halt auseinander, was für eine ansteigende Volatilität sprechen könnte. Ja, ist halt nicht so gut. Das könnte dann halt bei runtergehenden Kursen natürlich auch die Volatilität steigt. Könnte man davon ausgehen, dass es zu einem Abfall kommen könnte. Ja, das sagen diese auseinandergehenden Bollinger Bänder aus. Dann habe ich das Volumen unten, das ist das hier unten, mit dem gleitenden Durchschnitt darüber. Und dort kommen diese blauen Linien her, weil die ziehe ich mir dann einfach hier oben rein und schaue mir an, wann das Volumen groß war. Ja, und da war hier das Volumen ziemlich hoch an dieser Kerze, hier ist es hoch, also relativ hoch, ne, von diesen entsprechenden Kerzen zu den anderen, aber auch über dem gleitenden Durchschnitt. Dann haben wir hier nochmal so einen Punkt. Ja, welche Kerzen sind da entspannt? Die kann man sich nochmal anschauen, die kann man sich anschauen, die. Und dann ist im Endeffekt nicht mehr viel los. Die weiße ist auch nochmal interessant. Und dann sinkt es halt ab, das Volumen. Und wir haben hier keine Spikes mehr oder sonst was. Und im zweiten Gang schaue ich mir halt dann an, wo liegen diese Kerzen? Ja, einfach mit der Maus hier drüber gehen. Das ist die schwarze Linie. Okay, und dann zeichne ich mir hier mit diesem Tool Trendlinie. Diese Linie ein. Ja, einfach nur einmal kurz draufklicken, dann legt die sich automatisch da so rein. Und so zeichne ich mir dann halt die Linien ein, die für mich, sag ich mal, interessant sind. Ja, bei so einem Abverkauf hier unten ist halt dann das Tief entscheidend. Das heißt, da wäre halt eine Linie und so weiter. Und daraus entwickle ich dann halt mein Szenario. Das heißt, ist der Kurs hier drüber, über diesem Volumenkerze? Dann ist es wahrscheinlich, ja, dass der Kurs weiter ansteigt und dass dieser Bereich als Unterstützung dient. Ja, deshalb ist hier diese rote Kasten einfach hier jetzt erstmal begrenzt. Das heißt nicht, dass die da umkehren oder dass er nicht weiter durchgehen kann. Das ist für mich das Potenzial, was ich erwarten kann. Ja, auch in 5 Tagen vielleicht. Und man sieht auch, der Kurs hat heute auch wirklich genau an diesem Punkt wieder reagiert und ist wieder in dieses alte Quadrat zurückgegangen. Weiterhin ist das Potenzial, hier oben haben wir ja nichts mehr. Ne? Wir sind ja dann hier im All-Time-High-Bereich. Scrollen das mal zusammen mit dem Mausrad. Ja, nicht ganz All-Time. Wir sind ja bei 13,5 oder 13,7 liegt das All-Time. Aber ziemlich, haben wir schon Jahreshoch, ja, Jahreshoch, sagen wir mal. Und jetzt könnte man noch schauen, wo ist hier die Begrenzung. Weiter zusammenscrollen. Dann sehen wir, hier da oben liegt es. Ne? Ja, hier ist das Hoch. Da ist eine Begrenzung, aber letztendlich kann man es auch sehen von der Spiegelung, von der letzten Bewegung hier hoch. Wenn man das hier hochspiegelt, dann kommt man da auch ungefähr hin. Ja, man nimmt jetzt mal Trendlinie hier, so von hier bis da hoch. Dann hat es ein bisschen seitlich korrigiert und wenn ich es dann wieder hochschiebe, dann komme ich ungefähr in diesen Bereich wieder auf diese Kerze. So, damit ist die Erwartung. Und was mache ich jetzt daraus letztendlich mit dieser Analyse für mich? Für mich ist es so, dass ich dann natürlich jetzt kein Short-Szenario für diesen DAX habe, weil der Kurs noch nicht letztendlich in diesen Bereich gefallen ist. Ja. Kurz angedeutet, der muss eigentlich in dem Bereich schließen. So, das heißt, wir bewegen uns jetzt noch in diesem Long-Cluster. Und natürlich kann ich für mich jetzt Long-Positionen eröffnen, aber für mich selbst ist es im Moment eher so, dass ich, wenn ich Positionen aufbaue, eher Long aufgestellt bin, aber meine Positionsgröße reduziert habe.
reduziert habe. Ja. Das liegt einfach daran, dass der DAX im Moment unheimlich stark ist und man natürlich dann sich DAX-Werte aussuchen kann. Und dass wir jetzt natürlich in dieser Earnings-Season sind, das heißt, die Unternehmenszahlen kommen. Und da muss man natürlich auch mal aufschauen, wann kommt denn diese Unternehmenszahl von dem Unternehmen, was ich kaufen möchte. Und dann ist es oft so, dass ich sage, okay, es ist schön, dass ich die Aktie habe, die sieht toll aus, aber ich kann die gar nicht kaufen, weil die in 4 Tagen ihre Geschäftszahlen bringt. Und da lohnt sich das nicht, weil die Performance sich vielleicht gar nicht mehr auftut in dieser Aktie in den 4 Tagen. Also muss ich diese Werte rauslassen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich muss Werte nehmen, wo die Zahlen durch sind. Und dann kann ich das wieder aufbauen. Das heißt, im Moment eher mehr long gewichtet mit einer geringeren Size. Und ich warte halt darauf, dass ich halt auch Short-Positionen aufbauen kann. Aber im Moment tut sich da gar nichts. Ne? So, das ist mal der F-DAX. Wenn Fragen sind, schreibt die einfach rein. Und wir haben es letzte Mal schon so gemacht, wo ich schon sagen, ihr könnt mir gerne auch Werte in die Fragen reinstellen, die ich mir dann einfach mal aus dieser Sicht Betrachtungsweise auch mal anschaue für Aktien. Weil meine Analyse ist für die Aktien ungefähr die gleiche. Ich suche mir aber dann speziell halt einen Einstieg dafür. Schauen wir uns mal den S&P an. Das ist hier der Mini. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Ich schiebe das mal ein bisschen zusammen. So, ist auch die Analyse aus meinem Newsletter vom Wochenende. Das heißt, hier war das Wochenende. Das ist dann Montag, Dienstag, Mittwoch. Und haben wir fast das gleiche Bild, ne? Die Märkte gehen seitwärts, sind mehr in dem Long-Bereich oben drin. Das Potenzial ist bei Weitem noch nicht abgearbeitet. Ja. Und wahrscheinlich wird es wahrscheinlich sich hier in diesem Bereich weiter aufhalten. Ja. Genauso ist es über dem 20er. Ja, bei dem mittleren Bollinger Band. Wir sind am oberen Bollinger Band dran. Die Bänder laufen leicht auseinander hier in dem Bereich. Ja, was für zunehmende Volatilität sprechen könnte. Wir sind über dem SMA 200 und das Volumen ist im Endeffekt hier schon eingezeichnet. Wir haben hier extremes Volumen hier unten. Was in dieser Situation, sage ich mal, interessant ist für hier unten. Da sind wir aber weit drüber weg. Und wir haben hier oben noch einen Hochpunkt und haben hier nochmal fettes Volumen. Das heißt, wir haben diesen Hochpunkt überschritten, haben aber auch hier keine Volumenzunahme mehr. Es geht also alles nach unten, keine großen Spikes mehr. Deswegen dient das hier so ein bisschen als Widerstand und Unterstützungslinie. Und wir sind hier aber am All-Time-High. Ja. Deswegen. Hier sich jetzt zu positionieren, ist, glaube ich, etwas schwierig für den amerikanischen Markt. Da sehe ich den deutschen Markt ein bisschen positiver als den amerikanischen. Was hier passieren könnte vom Szenario ist noch ein bisschen hochlaufen, wieder runtergehen. Und dann wäre ich, glaube ich, eher ein Freund aus dieser Situation, mir dann hier Aktien zu suchen, die dann wieder in die übergeordnete Richtung gehen. Ne? Also wir sind ja direkt am Alltime, da finde ich den deutschen Markt etwas interessanter als den S&P 500. Hier würde ich also auf eher deutschen Markt wechseln. Nasdaq wird wahrscheinlich fast genauso aussehen. Ich schiebe das mal hier mit der rechten Maustaste ein bisschen zusammen und mit der linken ziehe ich es ein bisschen nach unten. Genau die gleiche Einschätzung. Hier war ich schon ein bisschen näher dran, drüber gegangen, bis fast die Hälfte, 40% gelaufen von dem Cluster hier, wieder zurückgefallen. Ja, und gleich wieder heute umgedreht. Kann sich gleich alles ändern um 19 Uhr, wenn wir in einer halben Stunde die Zahlen haben für den Zinsentscheid. Aber genau das gleiche Bild, ne? Steigender, mittlerer Durchschnitt, über dem 200er, das sind so die grundsätzlichen Dinge, die jetzt positiv sind. Wir sind am oberen Bollinger Band, die laufen so leicht auseinander. Na, hier so tinkt es noch ein bisschen hinterher. Gleiche Situation. Sehe ich die Nasdaq besser? So positiver als den S&P 500, weil er schon mal drüber war. Ne, hier auch zusammengeschoben mit dem Mausrad sieht man All-Time-High wieder zurückgelaufen. Ne. Also immer nur beim Ausbruch kaufen ist kurzfristig schön. Wer ein bisschen auf längerer Zeit eben unterwegs ist, muss man aufpassen. Es gibt meistens noch mal einen Rücklauf, wie man sieht. Ja. Und schön wäre es jetzt, wenn das Volumen, man sieht ja hier, es wird schon addiert, liegt schon am Durchschnitt. Es könnte heute noch zu erhöhten Volumen kommen, bestimmt. Das wäre dann hier so ein relatives Tief und ein Umkehrstab.
wenn der sich jetzt, sage ich mal, wenn der Markt schließt, so weiter etabliert. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn der Kurs dann hier über diesen Umkehrstab geht, dass wir in diese Richtung weitergehen. Ja? Also finde ich, für die Nasdaq bin ich positiver als für den S&P 500 in dem Fall. Ja? Und die ganzen Cluster hier, die berechnen sich halt wieder aus den entsprechenden Volumen, Unterstützung oder Widerstand. Ja? Deshalb, die Kurse bewegen sich oft in dem Bereich. Ihr seht es auch hier, der Volumen, Widerstand oder Unterstützung ist aus dem Bereich hier. Der Markt läuft hier zurück und dreht hier genau in diesem Bereich. Und ein Einstieg dann dafür ist halt genau hier, wenn der Markt da drüber geht, zu sagen, ich suche mir hier Aktien raus, die jetzt in den Long-Bereich gehen. Ja, und deshalb diese Einschätzung für mich. Wo ich sage, ist es halt relativ teuer oder ist es relativ billig? So, dann können wir ja mal schauen. Ich gucke ja auch immer auf die Nebenwerte. Ich bin ein super Freund von auch Nebenwerten. Ich bin nicht so der DAX-Titelhandelhändler, aber der größere Index ist halt der DAX. Problem beim DAX ist halt auch nur, dass die drei großen Aktien, SAP, Allianz und Club Adidas, VW, dass sie halt unheimlich, sag ich mal, von der Gewichtung her den DAX bestimmen. Ja, also wer aus der zweiten Reihe da so eine Aktie kauft, der ist halt da schon mal nicht so mit bei. Das heißt, ein paar Aktien bewegen den DAX. Im Endeffekt kann ich dann halt mit zwei, drei Aktien fast den ganzen DAX abbilden. So, das ist ein Vorteil. Aber da spielen halt die ganz Großen mit bei den Aktien aus dem DAX. Deswegen schaue ich mir ganz gerne mal den MDAX an. Dann geht das. Da sind auch noch Große mit bei, aber nicht mehr ganz so viele. Und wir sehen, wir haben ungefähr die gleiche Situation. Ne? Ja, wir haben auch so einen Deckel drauf hier oben. Es ist kein All-Time-High, aber bewegen uns jetzt hier genau in so einer Zone, wo der Markt hier unten ein paar Mal aufgesetzt hat. Ja? Na, eins, mal zwei, drei. Da haben wir so eine kleine Widerstandszone. Dann ist hier das Volumen hoch, wir sind drüber, ist schön. Mein Szenario dafür ist, ich möchte gerne sehen, dass es drüber geht, komme mal wieder zurück und dann ist hier der Zeitpunkt für mich, dort einzusteigen. Weil ich halt nicht weiß, ob man hier, sage ich mal, die Haribo-Tüte, sage ich immer so gerne, nicht doch zu teuer kauft und dann gleich wieder erstmal abverkauft wurde. Also signifikant ist der Kurs noch nicht über diesen Hochpunkt gegangen, sondern arbeitet sich jetzt wirklich an dieser Volumenunterstützung ab, geht immer wieder dran, läuft wieder hoch. Also scheint mit diesen Volumenunterstützungen hier an dieser Kerze definitiv was dran zu sein. Ja. Und ich bin so ein Freund, das immer einfach zu halten. Deswegen reicht mir diese Kerze aus, zu sagen, okay, das ist das lokale Hoch mit einem hohen Volumen und das scheint irgendwie signifikant zu sein. So kann man auch sehr gut Widerstand und Unterstützungslinien erkennen übrigens. Ja. So, dafür ist ein MDAX. Jetzt schauen wir uns mal den TecDAX an und siehe da, das ist wirklich jetzt ein signifikanter Unterschied. Der TecDAX ist ja nichts anderes als der Technologieindex für deutsche Werte. Und im Gegensatz zu der Nasdaq sieht die ja doch anders aus. Ne? Wir haben hier meinen Hochpunkt, zweiten Hochpunkt, dritten Hochpunkt. Und irgendwie bewegen wir uns so in so einer Seitwärtsrange, die jetzt immer kleiner wird. Der eine würde sagen, ich lege hier so eine, mache hier ein Dreieck draus, ja, ein symmetrisches Dreieck und wir brechen dann irgendwann aus. Kann man auch machen. Der Markttechniker sagt, ich habe gar keinen Trend oder doch, je nachdem, welche Trendgrößen er sich anschaut, bin ich weiß um die Markttechnik, beachte sie aber nur sekundär, weil für mich andere Sachen halt interessant sind. Und ich zeige euch nochmal die Nasdaq. Ja, hier sind wir im Technologie. Jetzt schauen wir auf die Nasdaq. Die sieht schon anders aus, ne? Hat sich weiterentwickelt. In Deutschland ist das Ding wohl ein bisschen stehen geblieben. Und vielleicht haben wir Nachholpotenzial. Vielleicht zeigt er aber auch, er hat doch nicht so, oder ist schon überbewertet in manchen Bereichen, aber er hat es ein bisschen schwer, ne? Wir haben hier noch einen riesen Volumenbereich in diesen Kerzen. Da muss er erstmal drüber. Und dann schauen wir hier, haben wir haben auch einen neuen, den habe ich noch gar nicht eingezeichnet. Da, ne, diese Kerze hier oben am lokalen Hoch, da sind wir auch noch drunter. Das heißt, wir haben hier so einen massiven Bereich, wo der sich erstmal abarbeiten muss, der Kurs. Und für mich ist es interessant, Aktien zu suchen, die sich jetzt genauso verhalten oder sogar besser als der Index. Ne? Weil wenn Aktien jetzt sich besser verhalten als der Index,
dann ist, wenn der Gesamtindex gut läuft, die Chance gut, dass wir natürlich eine bessere Performance haben als der Index. Ja. Und dafür muss er sich aber erstmal hier drüber wegbewegen. Ja, dass er über dieses Hoch hinausgeht, um sich langsam freizuschwimmen. Dann haben wir halt ein Potenzial von da, 90, 50 Punkten ungefähr im TecDAX und in der Aktie. Deswegen suchen wir ja die Perle in dem, die dann outperformt und besser ist als der TecDAX. Jetzt kommen wir schon zu einem Index, wo sich nicht so viele große rumtummeln. Jetzt machen wir hier das Gekrakel weg. So. Da sehen wir, der ist auch schon besser. Und zwar der kleine Index ist steigend, der kleine Durchschnitt ist steigend, der 200er ist steigend, der Kurs ist darüber, in der oberen Bollinger-Bandhälfte. Bollinger-Band ist weit auseinander, ja, läuft aber jetzt parallel und nicht auseinander. Heißt, die Volatilität könnte normal bleiben. Schaue ich mir jetzt hier die Volumensituation an. Dann habe ich ja hier so eine Kerze, die sieht man ganz gut, und habe hier so eine. Der Rest dümpelt hier so im Durchschnitt. Hier habe ich noch eine und da habe ich noch eine. Schaue ich mal da rein, was das für eine Trendlinien sein könnte. Die Kerzen sind, die mich interessieren. Das ist die hier oben. Ja, ist auch das genau das lokale Hoch. Und das hier unten, ja, diese kleine Ansammlung, ist das lokale Tief. Schaue ich mir hier das Volumen an, sind wir fast am Hoch. Ja, ich rutsche dann gerne mal ins Höher, weil das lokale Hoch da ist. Auch wenn das Volumen an dieser kleinen Kerze ist, ist der Startpunkt entscheidend. Ja, sollte man auf jeden Fall mit beachten. Dann haben wir hier so ein kleines erhöhtes Volumen da unten in der weißen Kerze. Das ist das lokale Punkt hier, der lokale Punkt da. Und dann haben wir hier hinten noch einen Anstieg mitten in der Mitte. Dann nehmen wir das da oben auf dem lokalen Hoch. So, und da haben wir hier so eine Zone und da reagiert der Kurs ja doch drauf. Und man sieht auch, wie schnell, wenn der Kurs da drüber geht und der darüber schließt, er weiter nach oben geht, wieder nach oben bis ans alte Volumen hoch hinan, heran, läuft dann halt seitwärts, arbeitet sich hier ab, geht drüber und wenn er sich hier drüber etabliert, und das ist halt die Situation, die ich immer anspreche, wartet lieber ab, bis er mal drüber geht und wieder zurückkommt. Ja? Und dann haben wir hier nämlich unseren Umkehrstab. Und die Situation wäre halt sehr interessant gewesen, wenn der Kurs über dem Umkehrstab weitermacht, und zwar mit der Eröffnung, sich dann hier in der Phase halt nach Aktien zu suchen, die aus dem SDAX sind und die besser performen als der SDAX. Und das ist die Überleitung zu der Perle, die ich beide auch habe. Und zwar, das ist die eine, das ist die Warta. Und die Warta hat ja nun wirklich eine gute Performance gemacht. Als ich eingestiegen bin, war das schon ein bisschen länger her. Da war der Kurs bei, wir sind roundabout 52 gewesen. Ja, das war, sagen wir mal, hier so in dem Dreh. Und Teilverkäufe habe ich dann hier schon abgegeben, in dem Bereich schon ein Verkauf, zwei Verkauf, irgendwie drei Verkauf. Und dann habe ich den Rest wirklich nach weitergezogen und habe die Position dann hier glattgestellt, ja, und habe eine neue Position aufgebaut. Und jetzt war das Problem, ja, warum dieser massive Anstieg. Die Warta hat Zahlen bekannt gegeben. Und die waren das dritte Mal in Folge super gut. Und ich bin aber nicht der Fundamentalhändler. Mich interessiert eigentlich nur, wann waren die Zahlen? Und die waren, glaube ich, gestern. Ja. Und dann muss ich mir dann schon die Frage stellen, okay, ich bin hier eingestellt, ich habe eigentlich mit einem etwas schnelleren Anstieg gerechnet, ja, weil man sieht ja auch, kommt vom oberen Bollinger Band, geht hier runter. Was haben wir mit dem Volumen? Ja, hier ist das Volumen ja wirklich zu erkennen. Wir haben hier oben das fette Volumen und hier die Unterstützung. Und wir haben hier nochmal Volumen, das ist genau da oben wieder, es geht wieder runter. Und das lokale Tief. Und mein Szenario war einfach, okay, wir haben hier zwei Umkehrstäbe. Das Potenzial, dass er hier bis nochmal ranläuft an das hohe Volumen, das war da. Das war jetzt hier von 86 bis 90. Und das hat er ja auch gemacht. Und ich habe dann hier in dieser Situation hinein verkauft, ja, weil ich musste an diesem Tag rausgehen, weil war da schon vor Eröffnung der Börse Zahlen bekannt gegeben. Da war es mir halt einfach zu riskant. Ja. Wenn ich diesen Wert erst hier aufnehme, dann ist so ein, ja klar, Warta hat ein KGV von 140 ungefähr. Dann ist halt die Frage, wenn die wirklich mal Zahlen versemmeln,
in so einem Quartal, da kann die Aktie so ein Gap machen, das kann ich mit dem Risiko nicht mehr ausgleichen. Ne? Das heißt, ein Gap, für den es nicht weiß, hier bin ich dann eingestiegen, das war meine Einstiegslinie. Und mein Ziel war letztendlich hier so, und ich habe dann da eigentlich noch bekommen, ja, guten Gewinn gemacht von 85 auf 92, alles gut. Aber man muss halt sich wirklich mal dann darüber im Klaren sein. Natürlich ist es schlecht fürs Gefühl, dass man sagt, oh, die Aktie ist noch hochgegangen bis 109. Aber ich wollte halt den Trade auf jeden Fall positiv schließen und nicht, sage ich mal, jetzt mich nur auf die Zahlen. Das ist halt wirklich ein Glücksspiel. Ja, das können super Zahlen sein und der Markt sagt, ich verkaufe massiv in diesen Anstieg hinein, was ja heute auch passiert ist. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich stelle die Position glatt. Aber fliegt sie deshalb generell raus aus der Watchlist? Bitte nicht. Ey, lasst die bitte drin in der Watchlist. Schaut euch mal an, was die für eine Performance hingelegt hat. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Von 17 auf 114. Ja, da unten hätte man sie nicht gekriegt, aber nach dem Perlentaucherprinzip kriegt man sie ungefähr in dieser Phase. Ja. Und das Schöne daran ist, jetzt bleibe ich einfach cool, schaue mir das an und jetzt muss ich nur noch warten. Ja, ich warte darauf, dass das Ding zurückkommt, einen gewissen Bereich und schaue mir dann die Situation an. Das Volumen ist da extrem hoch an dieser Kerze, das heißt, addiert mit dieser Kerze liegt dann halt da oben das Volumen. Das heißt, wenn ich hier unten bin, kann ich dann wenigstens noch bis an diese Volumenmarke hineinschauen. Warum ist das Volumen hier so wichtig? Ja, und da so wichtig? Es gibt zwei Faktoren. Also stellt euch immer vor, ein Aktienkauf ist immer ein Geschäft, wo einer kauft und der andere muss verkaufen. Nur das ist das Volumen. Also es gibt immer jemanden, der die Aktie gibt und der andere, der nimmt die Aktie. Und der bezahlt natürlich auch den Preis dafür und der andere bekommt das Geld dafür. Und das heißt, diejenigen, die da oben gekauft haben, ja, die freuen sich natürlich über so eine Kerze. Also dann sind sie im Plus. In dem Moment, wo der Kurs noch innerhalb dieser Kerze bleibt, ist das alles schön. Ne? Aber dieses Volumen, wenn der Kurs unter diese Kerze fällt, dann wird es halt für die unschön. Ja? Und für die da oben, die da gekauft haben, wird es mega unschön, weil die sind dann erstmal fett im Minus. Und genau deshalb sind diese Kerzen, so einfach sie sind zu erklären, so wichtig. Und darauf achte ich halt. Also wenn der Kurs jetzt hier runterkommt und ich sehe, da sind Leute bereit, die Angst haben, die schmeißen ihre Aktien weg, weil sie da oben vielleicht eingestiegen sind, in dem Bereich oder hier. Und die anderen sind bereit und sagen, ja, gib mal her. Ja, ich nehme. Zu dem Preis nehme ich sie gerne. Ja. Deshalb warte ich halt hier ab. Warten, abwarten. Deshalb wahrscheinlich auch Warter, der Begriff. Also die auf jeden Fall abwarten. Freund von mir ist dann drin geblieben, der hat eine ganz kleine Position gehabt, der freut sich, der hat ein Hebelzertifikat sogar darauf gekauft. Der hat wohl ganz gut verdient. Okay, dann ist die andere Aktie, die ja auch drin ist, die CAP, ist nicht CAP Trader, sondern es ist die Abkürzung für die Encavis AG, die macht ja so eigene Stromprojekte, eigene innovative Windsachen und Solar für institutionelle Investoren und ja, Gewinn generiert halt den Gewinn aus den entstandenen Stromgebühren. Ja. So, und die habe ich halt gekauft. Dann sieht man hier, da wo die grüne Linie ist. Und warum war die so schön interessant? Ja, fangen wir an mit dem Volumen. Hier ist das zu sehen, dieses Teil. Das ist die Kerze, ja, an dem hoch. Ja, ich weiß halt nicht genau, wo die jetzt gekauft haben. So viel wird da mehr da unten herum. Es ist ja egal, aber ich nehme die oberste Range von dieser Bewegung. Und für mich war halt interessant, ja, der Aktienkurs geht darüber. Und jetzt stand mir ja zu diesem Zeitpunkt noch, schwupps, sah das ja ungefähr so aus. Ja, ziehen wir ein paar Tage nach links, so drüber gegangen, okay. Ich sagte, okay, warte ab, weil wenn sie jetzt 2 Tage da ranläuft, dann ist es vielleicht nicht so viel, was du dann gewinnen machst, wartest halt noch ein bisschen ab. Dann war sie drüber und habe gesagt, okay, wenn sie jetzt zurückkommt, dann ist das ja eine schöne Unterstützung. Ja, die Linien konnte man ja hier schon sich einzeichnen. Und dann ist genau das passiert. Wir haben so eine schöne fette Kerze gehabt und ich habe gesagt, okay, jetzt müsste es ausreichen. Wenn sie einen Kurs bekommt, der da drüber geht, dann
liegen eventuelle Shortstops an dieser Kerze, meine Longstops da oder Shortstops da. Da ist ein Hoch und da ist ein Hoch. Das heißt, wenn die alle Hochs alle rausgenommen werden, dann würde das zu einer gewissen Dynamik führen, weil hier bestimmte Orders liegen halt. Und auf den Tageskerzen, das ist auch im Wochenhoch ein lokales, dann ist hier nochmal ein lokales Hoch und hier ist nochmal noch ein etwas höheres Hoch. Das heißt, wir liegen unheimlich viele Orders. Und deswegen habe ich gesagt, okay, versuchst du da in den Markt reinzukommen, es hat geklappt. Dann ist die nach oben gegangen, das ist nicht immer so, aber es hat genau diese Orders, die hier lagen, alle abgearbeitet. Die, die short waren, die mussten ja kaufen. Das führt zu einem zusätzlichen Kaufdruck. Und die, die sagen, okay, ich will mit dabei sein, die macht ein neues Hoch, die haben dann ihre Kauforders da reingelegt. So, und dann passiert das, okay. Dann habe ich gesagt, okay, supi, jetzt sind wir in den Bereich gekommen und habe jetzt schon den ersten Teilverkauf gelegt. Ja, das heißt, ich habe meine Position, ich bin da wirklich eingestiegen und habe den ersten Teilverkauf, ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, bin hier reingelegt. Das heißt, die Distanz ist schon mal raus aus dem Rennen. Und jetzt kommt die Aktie zurück und den Stop habe ich halt nicht so voll rangezogen, ja, sondern den Stop habe ich so kurz drunter unter dieses Volumenteil, weil der Spike kommt halt immer daran. Und dann kamen die halt zurück. Und jetzt sieht man wieder, dann kommt wieder ein bisschen Kaufinteresse anscheinend hinein. Und schwuppi, das ist schon wieder oben. Ja. Hat aber das Hoch nicht mehr genommen. Ja, ist halt kurz mal rangegangen, kurz mal ein paar Cent drüber, wieder runter und hat heute wieder gedreht. Heißt, ich bin noch drin mit der Restposition. Und wer jetzt aufgepasst hat, würde sagen, aha, warum bist du denn hier nicht noch wieder reingegangen? Ja, bei dieser Aktie, an diesem Punkt, nach dieser Kerze drüber, über dem Hoch. Richtig. Ja. Also die Position wäre dort für einen Neueinstieg, der noch nicht drin gewesen wäre, mit einer vollen Position oder aufzustocken, richtig gewesen. Ja, war ich nicht vorm Rechner, habe ich nicht gesehen. Ja. Fehler meinerseits, aber die Möglichkeit wäre es gewesen. Und das sind beides Aktien, die halt auch im SDAX vorhanden sind. Die sind alle relativ oben vom Ranking her. Ja? Und genau die hat man dann. Und die Aktien kann man sich dann ins Depot legen. Und da braucht man eigentlich nur auf diese Situation warten. Und das ist wirklich ein wichtiges Element, das Warten. Ja? Sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich warte auf eine Korrektur und sich nicht in den Markt reindrücken zu lassen. Ja. Und ob es eine Markttechnik ist oder nicht, mich interessieren halt Widerstände, Unterstützungen, Volatilität und die einzelnen Kerzen, wie sie aussehen, weil das ist halt die kürzeste Möglichkeit, den Markt zu analysieren, ist eine Kerze. Ja, und die Chance, aus einer Kerze für den nächsten Tag eine Schwankungsbreite abzuleiten, ist größer, als wenn ich sage, im Trendhandel, ja, wenn es hier runtergeht, dann weiß ich, dass die Aktie da hochgeht. Das weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie lange die dafür braucht. Ob die das so weitermacht oder ob sie eine Pause einlegt oder seitwärts geht, weiß ich nicht. Für den nächsten Tag kann ich die Volatilität aber relativ gut voraussagen. Für die nächsten 2, 3 Tage ist es eher möglich als in 4 Wochen. Ich weiß nicht, welche Volatilität die Aktie, also Schwankungsbreite, in 4 Wochen hat. Und deshalb kann ich meine Gewinnmitnahmen anhand dieser Feststellung der Volatilität relativ gut vorhersagen. Ja. Und deshalb lege ich da gerne meinen Target rein und nehme gerne Gewinn mit, denn ich weiß nicht, ob das eine Korrektur ist von einem Tag, 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, weiß ich nicht. Kann ich nicht wissen. Es kann auch weiter runtergehen einfach und dann war der ganze Trade im Minus. Wenn ich es weiterlaufen lasse und sage, es geht vielleicht runter bis hier, weil ich dann ein Trendhändler bin und das ist nicht mein Interesse. Mein Interesse ist, Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Und die extravagante Bewegung, die danach eventuell erfolgt, so wie bei der Warta, dann dem Trade genug Raum zu geben, ne? Dass ich halt versuche, nicht rauszufliegen. Okay, jetzt haben wir schon 18.45 Uhr. Jetzt schaue ich mal, ob wir da Fragen schon drin haben. Moment. Fragen, Fragen. Wo sind sie? Da. Wo? Jetzt muss ich das irgendwie rausziehen, die Frage. Jetzt habe ich es rausgezogen. Wo ist er hin?
ist die Frage weg. Sonst kann ich sie auch gerne vorlesen. Das wäre natürlich ein Service. Gerne, gerne. Mach dann, mal. Hier ist noch eine Frage zu Vata. Vielleicht kannst du ganz kurz zurückgehen. Und die Frage ist, wie du die letzte Kerze beurteilst. Die hier. Ja. Na klar, die ist natürlich mega spannend. Wie soll man die beurteilen? Ich glaube, ihr könnt es euch selber beantworten. Also das ist eine Form der Umkehrkerze. Ja, das wisst ihr selbst. Ob das jetzt hier von meinem, sag ich mal, Tool erkannt wird. Ja, wird erkannt. Ihr seht, wenn ihr hier auf Umkehrkerze seht, dann leuchtet da oben die rote kleine Lampe auf. Man muss es immer in einer, im Konsens sehen. Das heißt, wo ist die? Diese Kerze findet an einem relativen Hoch statt. Und wir haben hier extrem hohes Volumen innerhalb, also der Anstieg ist schon krass wegen dieser Zahlen auch, innerhalb dieses Anstiegs nach oben. Das heißt, wir haben hier oben, für mich liegt der Volumenbereich dann hier oben. Das heißt, die Chance, dass das bis da oben ranläuft und dann nochmal reagiert, dass die nach unten geht, ist relativ hoch. Das heißt, wenn ich eine Position jetzt hätte und ich wäre jetzt noch drin, ich bin ja leider nicht mehr drin, weil ich muss meinem Regelwerk folgen und sagen, okay, vor den Zahlen muss ich raus, dann würde ich halt wirklich darauf achten, was hier passiert. Und da rede ich vom Schlusskurs schauen, nicht, das könnt ihr mal kurz runterspiken, weil ja viele jetzt ihre Orders hier vielleicht auf Short legen. Das heißt, jetzt wirklich den Stop ranzuziehen und auch mal Gewinne mitzunehmen, halte ich für eine gute Lösung. Es muss ja auch nicht die volle Position sein, ne? Und bei den günstigen Gebühren, die ihr habt bei CapTrader, könnt ihr ja auch, sag ich mal, Teilverkäufe vornehmen. Das macht ja auch Sinn. Ne? Ich weiß nicht immer, ob ich die ganze Position rausschmeißen würde aus dieser Situation. Also hier einfach den Stop nachziehen oder sagen, wie der Markt morgen eröffnet, wird spannend. Na, ich nehme jetzt die Hälfte an Gewinn einfach mal mit. Ja. Also es ist für mich ist es wahrscheinlich, dass der Kurs ein bisschen weiter reagiert und dann vielleicht hier in dieser Zone zum Stillstand kommt, wie es hier eingezeichnet ist. Dann noch eine Frage zu Vata, wenn wir schon dabei sind. Warum genau bist du nochmal rausgegangen und kurz danach wieder rein? Ja, das eine mit dem Rein und dem Rausgehen hat damit zu tun gehabt, dass ich, dass mir hier die Etablierung unter dem 20er nicht so gefallen hat. Das war also eine Seitwärtsbewegung und dann dem 20er und es kam nicht so der Move darüber hinaus. Und ich hatte ein bisschen Bammel, dass mir das Ding unter diese Umkehrkerze schnellt und dann relativ schnell auf dieses Niveau wieder zurückkommt. Ja, und deshalb habe ich die rausgenommen. Ist ja auch kein Problem, weil ich bin ja auch wieder reingegangen. Das muss man halt auch können. Ne? Also das darf auch keiner vergessen. Ihr müsst ja nicht warten. Also das ist halt für mich immer so ein Manko bei der Trendtechnik, dass halt zu viele Gewinne immer wieder abgegeben werden. Ja, weil das Prinzip Hoffnung, der Trend setzt sich immer fort. Ja, das ist schön, aber ich muss ja auch beim Trendhandel meinen Stop irgendwo hinpacken. Und wenn ich den halt genau in diese Bereiche packe, wo die alle wissen, wo die Stops liegen, dann habe ich halt das Problem, dass ich oft angetriggert werde und dann kommt so eine Umkehrkerze und dann wirst du halt, sag ich mal, rausgeschmissen. Ja, und das möchte ich halt nicht, also nehme ich halt diese Gewinne dann halt vom Tisch. Und warte dann halt, was der Markt macht in der Phase. Und wenn er sich neu positioniert, kann ich halt auch gerne wieder neu einsteigen. Und in dem Sinne wieder, wenn die Aktie wieder anzieht, wieder den Verkauf machen in den Anstieg hinein und den Rest ein bisschen legerer laufen lassen. Ja. Außer wenn die Zahlen natürlich sind. Ja. Zahlen, da muss ich halt sehen, wann kommen die Zahlen. Und dann muss ich halt, wenn ich drin bin, rechtzeitig die Position reduzieren. Massiv reduzieren oder wenn ich massiv im Gewinn bin, also wenn ich jetzt hier noch bei der Warta bei 50 eingestiegen noch drin wäre in der Position und hier oben wären jetzt Zahlen gewesen, dann wäre mir das fast egal gewesen, weil das die jetzt wirklich um 50% fällt, halte ich, also möglich ist alles, aber relativ unwahrscheinlich, dann wäre mir das ziemlich egal gewesen. Ja, aber wenn ich jetzt hier eingestiegen bin, dann kann ich halt einen 50 oder sagen wir mal einen 20 oder 30% im Verlust nicht aushalten, wenn es einen Gap geben sollte, am nächsten Tag oder am selben Tag vielleicht, dann muss ich halt die Position glattstellen. Ja. Und wenn ich nicht drin bin im Wert, dann kann ich halt nicht reingehen. Jedenfalls nicht auf Tagesbasis. Dann muss ich halt intraday handeln. Also. Tagesbasis ist hier das Stichwort für die nächste Frage, ob du bei den Indizes nur auf Tagesbasis unterwegs bist und welche Instrumente handelst du intraday?
Also bei den Indizes ist der Referenzmarkt logischerweise oder der Referenzchart eigentlich immer der Tageschart. Ja, Indizes handle ich gar nicht so oft. Ja. Also ich habe zur Absicherung ab und zu mal ETFs. Ja, das sind zweifach gehebelte Exchange-Traded Funds, die ich dann halt mal benutze, um mir seine Abwärtsbewegung darzustellen. Die Intraday-Sache verfolge ich nicht in der Tiefe. Also das heißt, wenn ich mal Zeit habe, es nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch, Intraday zu handeln. Also dieser End-of-Day-Ansatz ist so zeitentspannt, dass es eher in meinen Lebensstil passt, weil ich coach ja noch nebenbei. Und da muss man sich wirklich entscheiden, sitze ich halt von 8:30 Uhr bis 11 Uhr am Rechner und verfolge die Kurse, das lasse ich einfach sagen, nee, das mache ich nicht. Also ich bereite mich halt beim geschlossenen Markt, wenn der DAX zu ist, 17:30 Uhr ist Feierabend für die Aktien am Xetra-Handel. Und wenn der Markt zu ist, dann schaue ich mir halt an, welche Aktien ich mir dann halt raussuchen kann. Und kann dann halt schon am selben Tag wieder vorher schon die Order als Stop-Limit-Order reinlegen und muss halt gar nicht davor sitzen. Ja. Klar kann ich auch Intraday handeln, aber dann muss ich halt wirklich mich auf Aktien konzentrieren, die Geschäftszahlen haben, so wie Warta. Und da muss man halt mit dem Chart gehen. Ja. Also man kann keine Erwartung haben, ob die Warta-Zahlen gut sind oder schlecht. Können wir ja mal reinschauen, kurz mal bei Warta. Wie würde so ein Intraday-Chart aussehen? Wir gehen mal auf 5 Minuten. Da sind jetzt die Levels auch drin, die man hier sieht. Und dann sieht man, okay, wie kann ich das für mich jetzt umsetzen? Ja, da wäre auf jeden Fall ein schöner Trade möglich gewesen, mit einer hoher Win-Win-Wahrscheinlichkeit. Und ich kann diese Strategie auch etwas auf 5 Minuten anwenden. Ja, weil diese Levels, die ja vom Volumen her da sind, sind wirklich auch sehr interessant für 5 Minuten, haben allerdings nicht so eine Relevanz. Ne? Also, wenn man hier einfach mal schaut, wir haben hier so einen fetten Volumenspike, das ist jetzt 15:40 Uhr, ja. Das ist dann an dieser Bewegung, an dieser lokalen Höhe. Und wenn ihr dann hier durchschießt, dann hat das schon eine gewisse Relevanz, ja. Auch innerhalb des Tages, hier 13:15 Uhr, das lokale Hoch, ja, liegt da, schaue ich hier auf die Seite, einmal angefaked und dann geht er hier durch und schon kommt wieder Dynamik rein. Also, das ist auf alle Fälle auch sag ich mal, eine gewisse Relevanz, aber natürlich nicht so wie im Tagesschart. Aber ist nicht mein Schwerpunkt. Also ich handle lieber entspannter. Also man muss immer mal sehen, die meisten sind berufstätig und genau dahin soll man ja auch gehen. Ich möchte ja nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, vor allem nicht, wenn die Sonne scheint. Okay, dann nächste Frage. Bezeichnest du die grünen und roten Kasten, vor allem der rote, von Volumen zu Volumen? Okay, wie ich den zeichne. Damit meint er jetzt wieder wahrscheinlich. Ich glaube weniger technisch, sondern welche Gründe hast du dafür, genau diesen, Genau, da hab ich glaube ich schon ein bisschen erklärt, ganz einfach. Das, was wirklich signifikant ist, sind die Hochs und wenn hohes Volumen an den Hochs oder an den Tiefs sind. Ja, das ist erstmal, da kann der Kurs erstmal stocken. Die nächste Abteilung ist, wenn jetzt das zum Beispiel weiter runtergehen würde, wäre dann der mittlere Durchschnitt vom Bollinger Band. Deswegen haben wir das Bollinger Band ja auch drin. Ja, das heißt einmal diese Volumenunterstützung und die lokalen Hochs. Und ich wurde mal gefragt, na, wie kann ich eigentlich entscheiden, welcher Widerstand gut ist und welcher schlecht ist? Und es gibt keine guten und keine schlechten, aber es gibt welche, die haben eine höhere Signifikanz. Und die haben in dem Fall eine höhere Signifikanz, wenn dort ein höheres Volumen anliegt. Ja, weil halt mehrere Leute entweder richtig liegen in der Situation oder halt mehrere Leute falsch liegen in der Situation. Und ja, dann möchte man halt sehen, dass man halt sich, sagen wir mal, dahin entwickelt, wo die Masse halt hingeht. Und wenn der Wert überschritten ist, dann kann man dort halt die entsprechende Linie einzeichnen. Und der Kasten genauso. Deshalb geht der Kasten von da. Und das war halt am Sonntag. Das heißt, die letzte Kerze ist halt entscheidend. Geht der Kurs unter diese Kerze, dann wäre halt diese Range möglich. Und geht der halt über diese Kerze, dann wäre halt vielleicht diese Range möglich. Ja. Wobei es hier oben schwierig ist, wie gesagt, weil wir haben ja nicht so viele Anhaltspunkte. Liegt schon ein bisschen länger zurück im DAX. Ja, da oben, dieses Hoch. Aber da, so entstehen diese Kästen.
Gut, Und drei technisch Fragen. gesehen, das ist ein Oh, Richtig. sorry, Okay. ich wollte dich nicht Nein, unterbrechen, alles alles gut, gut. Ja. ja. Genau, drei Fragen haben wir noch. Und zwar zwei Wünsche, einmal MDLZ und TSM. Also die letzte war Theodor Siegfried Nordpol. Martha. Martha, TSM. TSM, Taiwan Semiconductor. Wow. Also kann man auf Anhieb erkennen, es ist kein Abwärtstrend. Ja, mega. Also so wie die jetzt aussieht, braucht man nicht viel sagen. Wer die Aktie hat, hat alles richtig gemacht. Ich glaube, hier wird das Volumen auch ein bisschen höher. Deswegen sieht man, dass die Kursstellung auch besser wird. Hier unten hätte ich die, glaube ich, eher weniger angefasst. Da wäre die mir zu gappig gewesen. Das ist ja fast bei jeder Kursstellung, ist hier ein Gap drin. Und dann merkt man, irgendwann wird die wahrscheinlich mehr gehandelt. Und dann wird die Kursstellung irgendwie besser. So wie sie jetzt ist, ist ja super, ne? Alles ist so klasse. 200er hier unten, top. Der weiter oben, okay. Haben wir ein Allzeithoch? Ja, wir sind super weit oben. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wer die entdeckt hat, die Frage ist, wann ist er rein in der Aktie? Das ist halt entscheidend. Und immer wichtig zu wissen, wann die ihre Zahlen bekannt geben. Ja? Und die Aktie sieht gut aus. Jetzt würde ich natürlich nicht einsteigen. Ne? Die Frage ist dann halt in dem Bereich, wo wäre der Einstieg gewesen? Wir sind hier oben gewesen, dann haben wir hier ein fettes Volumen. Ne? Da war vorher ein bisschen der Deckel drauf, es kommt runter. Ja, und dann kommt hier wieder Stärke rein. Und das wäre so der Bereich gewesen, wo ich eingestiegen wäre, wenn ich noch nicht drin wäre. Jetzt ist die Haribo-Tüte zu teuer. Jetzt müssen wir wieder abwarten, geht nach oben und kommt wieder zurück und schauen uns dann die Situation wieder an. Ja. Sollte nicht unter dieses Volumenkerzchen hier fallen. Ja, diese Zone sollte nicht unterschritten werden, weil da liegen bestimmt viele Orders. Ja, diese beiden Kerzen hier unten, der Bereich. Und sollte wenigstens da zum Stillstand kommen. Geht sie da drunter per Schlusskurs, könnte schneller bergab gehen. Okay, die andere Die Aktie andere? war MDLZ. Martha, Das Dora, Mondelez, Ludwig. MDLZ, Ja, genau. na, die haben nur kräftig auf der Nase gekriegt. Ja, da kann man ja, da kann man nicht viel sagen. Das sieht wahrscheinlich noch genauso aus wie Bayer. Ja, die ist am 200er, noch steigt die. Ich versuche mal die Nachrichten völlig außer Acht zu lassen und mich nur auf den Chart zu konzentrieren. Schaut man sich wie immer an, okay, den 200er, der steigt, das ist noch schön. Hier wird es definitiv zu Reaktionen kommen. Das heißt, die Aktie könnte etwas volatiler werden, weil ihr wisst ja, wenn sie unterm 200er ist, ist die Chance relativ hoch, dass sie halt wieder weiter länger darunter bleibt und dass sie für Institutionelle halt nicht mehr so interessant ist. Wahrscheinlich sowieso nicht mehr aufgrund der Nachrichtenlage. Schauen wir uns dann das Volumen an. Dann haben wir hier ein bisschen erhöht, das ist nicht toll, aber das ist zum Beispiel eine fette Volumenkerze. Hier haben wir eine, da haben wir eine. Legen wir das hier auf die Bereiche, relativ schnell. Zack, da haben wir eine Kerze. Okay, das ist hier unten das Tief, ist interessant. Da ungefähr das lokale Hoch. Sind wir drunter? Haben wir da noch was? Okay, das würde sich genauso dahin legen, ist tief. Wir sind drunter. Das heißt, sollte sie unter diesen Bereich fallen, dann wäre ich äußerst kritisch. Ja, also ich würde die halt dann nicht mehr anfassen in dem Bereich. Also wer sie hat, der 20er kommt von oben runter. Sollte der 20er unter den gleitenden Durchschnitt noch fallen, dann würde die Aktie sich innerhalb dieses Bereiches etablieren. Das wäre nicht so schön und geht sie halt unter diese Volumenunterstützung, sind, sage ich mal, weiter fallende Kurse. Von der Charttechnik her wahrscheinlich. Ist natürlich sehr meldungsorientiert, dieser Wert, was mit Glyphosat ist. Ne? Also heute kam die Meldung, die haben 43.000 ungefähr Prozesse am Hals. Also da ist ja ein finanzielles Risiko mit drin in der Aktie, da sollte man vorsichtig sein. Ich würde sie nicht anfassen, auch aus diesem Hintergrund nicht, weil ich Aktien nicht so gerne handle, die, sage ich mal, diese Chemie da einsetzen. Aber generell vom Chart her sieht man ja selbst, die Volumen ist unterschritten und das liegt genau in dieser Zone. Aufpassen. Ja. Ist für mich kein super Long Trader. Und was auch noch toll ist, ist, hier ist am unteren Bollinger Band entlang gelaufen.
Das heißt, was passieren könnte, geht bis da hoch nochmal und macht dann den hier. Ja. Könnte passieren. Also von daher für mich erstmal langfristig kein Long-Einstieg. Okay, dann die letzte Frage für heute. Handelst du ETFs short oder benutzt du gleich short ETFs? Genau, das war die zweite, da war schon, Antwort war natürlich schon die Antwort für mich. Und zwar, es gibt ja auch ETFs, die zweifach oder einfach gehebelt short sind. Ja, für einen DAX gibt es das auch noch für einen Euro-Stoxx, glaube ich. Es gibt nicht so viele davon. Das mache ich, die kaufe ich dann einfach. Das ist für mich die einfache Variante. In dem Fall habe ich dazu einfach die Vorliebe. Die haben relativ hohen Umsatz auch. Könnte aber genauso das Ding umdrehen und sagen, ich handle halt die entsprechend Short. Also die Long-Sachen Short, wenn es umgekehrt dann fällt. Das geht auch. Ja. Aber ich habe drei, vier ETFs mir mal rausgesucht und die sind halt immer dann drin im Depot, also immer auf der Watchlist und werden halt dann bedient, wenn ich merke, dass der Gesamtmarkt kippt. Und DAX spielt ja auch die 12.900 dann eine Rolle, deswegen muss man immer schauen, wann man Short-Positionen hat, ob man die jetzt auflöst oder reduziert oder wartet, bis der Markt nochmal zurückkommt und dann auflöst. Schwierig, aber ich liebe diese ETFs halt, die ja jetzt, sage ich mal, gehebelt sind, zweifach nur oder einfach. Das reicht mir dann. Ja. Okay, dann haben wir alle Fragen durch. Fed hat wie erwartet auch die Zinsen gesenkt um 25 Basispunkte. Und ja, dann, Carsten, dann verabschiede ich mich schon mal und du hast gerne das Schlusswort. Ich möchte mich natürlich bei allen Teilnehmern bedanken fürs Live-Dabei-Sein, aber selbstverständlich bei dir auch für das Webinar heute, für die Einblicke. Vielen Dank dafür. Hier aber auch eine Frage bezüglich der Aufzeichnung. Also bis jetzt hat sie funktioniert, sollte also nichts dagegen sprechen, dass sie demnächst dann auch online kommt bei uns im Kanal. Und Super. ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und passen Sie auf Ihre Position auf, falls Sie heute noch handeln oder entsprechend die Woche. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und wie gesagt, Carsten, gerne das Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Danke, Nelson. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Abend, schönen Feierabend, genießt den Abend, war wieder schön, mir hat Spaß gemacht, vor allen Dingen, wovon ich immer unheimlich profitiere und ich hoffe ja auch von den Fragen, von den Werten, die ihr einstellt und ihr seid ja, sag ich mal, die Zuhörer, ihr könnt gerne bestimmen, wohin die Richtung in dem Webinar geht, ich möchte ja nicht stur euch einfach beschallen, sondern soll interaktiv sein und ich kann euch sagen, ich arbeite an meinem eigenen Add-on, ja, und die ersten Testergebnisse sind sehr gut und aber ich möchte halt Sachen nur rausgeben, die wirklich gut sind. Von daher müsst ihr noch ein bisschen warten, aber das wird dann auch in Zukunft so sein, dass wir dann hier mit meinem Add-on arbeiten und da könnt ihr gespannt sein und das wird, glaube ich, eine ganz gute Sache. Von daher wünsche ich euch einen schönen Abend und schaltet wieder ein am 27. November, Mittwoch um 18 Uhr. Ja. Bis dann, schönen Abend, macht's gut und passt auf euer Geld auf. Ciao. Kurz vorm Schluss holt er nochmal so eine Überraschung aus. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir natürlich alle gespannt und kommen erst recht am 27. Also, Ja, ob ich es bis dahin geschafft habe, das weiß ich noch nicht, aber ich arbeite hart dran. Das ist gar nicht so einfach. du hast jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Also, schönen Abend. Okay, Danke euch. bis dann, mach's gut, Nelson, ciao. Ciao, ciao.